Heute bei Hour of Power. Sheila Schuller-Coleman begrüßt David Sitton. Als junger Mann nahm David Gottes Ruf an und ging als Missionar nach Papua-Neuguinea. Er erzählt seine Geschichte in seinem Buch Reckless Abandon. Hören Sie heute außerdem den Chor der Vanguard-Universität mit dem Namen Beauty Shop Quartet. Danach heißt Sheila Schuller-Coleman Devon Franklin willkommen, den Vizepräsidenten von Columbia Pictures und Autor des Buches Produced by Faith. Seine Predigt Ein Neuanfang ist möglich wird Sie wirklich inspirieren. Wenn Sie heute Ermutigung brauchen, haben Sie die richtige Sendung eingeschaltet für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Worship the Savior. Joyful, joyful, we are.